Das Artemis-Programm der NASA, das nichts Geringeres zum Ziel hat, als eine dauerhaft besetzte Basis auf dem Südpol des Mondes zu errichten und zu erhalten, ist in vollem Gange. Auch wenn es sich nicht ganz so anfühlt. In der kommenden Dekade werden Dutzende Missionen zum Mond starten. Viele davon sind kommerzieller Natur, die direkt im Auftrag der NASA starten, oder es handelt sich um andere kommerzielle Interessen. Aber vorerst sind auch diese kommerziellen Vorhaben in der einen oder anderen Form an das Artemis-Programm gekoppelt. Während einige dieser Missionen mit einer limitierten Kommunikation auskommen, sind andere auf externe Infrastruktur angewiesen. Eine Kommunikationsinfrastruktur, die noch nicht existiert. Das ist eine Lücke, die löblicherweise von der ESA schon vor der NASA erkannt wurde, weswegen sie das Programm Moonlight auf den Weg gebracht haben, welches zum Ziel hat, genau eine solche Infrastruktur aufzubauen. Ein Beweis für die Zukunftsfähigkeit und Rentabilität eines Projektes ist erbracht, wenn großindustrielle Giganten einsteigen und deine Idee aufgreifen. Manche könnten sogar sagen, dass sie versuchen, die Idee zu klauen oder zu kopieren. Aber das ist nur eine Bestätigung, dass du etwas richtig gemacht hast. Jetzt muss die ESA nur schnell genug sein und darf sich selbst nicht zu sehr im Weg stehen, sonst schnappt sich der Großindustrielle, über den wir gleich reden werden, den gesamten Markt. Der Gigant, um den es hier geht, ist Lockheed Martin. Sie haben eine neue Firma namens Crescent Space Services LLC oder kurz CSS gegründet, die Kommunikations- und Navigationsdienste für Regierungs- und kommerzielle Mondmissionen anbieten wird. Die Firma wird Parsec anbieten, ein Netzwerk von Satelliten in der Mondumlaufbahn, um andere Raumfahrzeuge um oder auf dem Mond zu unterstützen. Parsec wird Satelliten verwenden, die von Lockheed Martin entworfen und gebaut wurden. Dafür wird eine Bustechnologie namens Curio verwendet, die für NASA-Missionen wie Janus und Lunar Trailblazer SmallSat entwickelt wurde. Die ersten solchen Satelliten sollen 2025 starten. Crescent Space Services wird die Satelliten besitzen und betreiben und ihre Dienste an Kunden vermarkten. Der CEO des brandneuen Unternehmens sagte in einem Interview: "Wir wollen einen Weg finden, wie Lockheed Martin, das traditionell ein Unternehmen für Technologieentwicklung und Herstellung ist, sich wirklich auf das konzentrieren kann, was es kann und dann etwas Neues schaffen kann, ein neues Geschäft, das Eigentümer und Betreiber von Vermögenswerten sein kann." Anfang März veröffentlichte die NASA eine Ausschreibung unter dem Namen Commercial Near Space Network Services, die dazu auffordert, ein Angebot bzw. Vorschläge für ein eben solches Kommunikations- und Navigationsnetzwerk einzureichen. Das Netzwerk soll dann Near Space Network oder NSN genannt werden. Die Dienstleistungen sollen im Bereich bis zu 2 Millionen Kilometer von der Erde entfernt angeboten werden. Also sollen 4 der 5 Lagrange-Punkte des Erde-Sonnensystems auch mit abgedeckt werden. Der Mond ist ja nur 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Der einzige Lagrange-Punkt, der nicht abgedeckt wird, ist der L3, der von uns aus gesehen auf der anderen Seite der Sonne liegt. Und nur als kurze Tangente, die Lagrange-Punkte eignen sich besonders gut für wissenschaftliche Missionen. Der L2 zum Beispiel ist, wo das James Webb Weltraumteleskop seine Mission ableistet. L4 und L5 eignen sich besonders gut, um die Sonne zu studieren. Das Unternehmen kann Dienste mit einem einzelnen Satelliten bereitstellen, obwohl Landon sagte, dass es mit 2 beginnen wird und bei Bedarf weitere hinzufügen kann, wenn die Nachfrage besteht. Die Nachfrage wird sich aus einer Mischung aus kommerziellen, NASA und anderen internationalen Regierungsmissionen zum Mond zusammenstellen. Er sagte, das Unternehmen schätze, dass in den nächsten 10 Jahren mehr als 100 Missionen zum Mond starten werden. Und ich schätze, dass da einige Missionen mehr oder weniger spontan dazukommen werden, von denen heute noch keine Rede ist. Viele von ihnen werden Kommunikations- und Navigationsdienste benötigen. Das ist besonders der Fall, bemerkte er, für Missionen, die in die südliche Polarregion führen, wo die Sichtlinien zur Erde behindert werden können. Oder auf der fernen Seite des Mondes, wo Relays erforderlich sind. Es gibt verschiedene Vorschläge für Mondkommunikationssatelliten. Einige Unternehmen, die Länder für das Commercial Lunar Payload Services oder CLPS Programm der NASA entwickeln, wie Draper und Intuitive Machines, haben Pläne angekündigt, Relay-Satelliten zu senden, um ihre Länder zu unterstützen. In anderen Worten, manche Missionen kümmern sich selbst um die benötigte Infrastruktur. Ich denke, das ist der Fall, weil es im Moment einfach nichts derartiges gibt. Die Errichtung einer Konstellation wird viel Komplexität aus zukünftigen Missionen herausnehmen und es einfacher machen, diese zu starten.
Ich verwende dafür gerne die Straßenanalogie. Wenn du ein Haus auf einem Feld bauen möchtest, dann geht es wesentlich schneller, wenn da schon eine Straße hinführt. Wenn du vorher oder währenddessen noch eine Straße hinbauen musst, dann gestaltet sich die Angelegenheit gleich wesentlich schwieriger. Die Europäische Weltraumorganisation ESA arbeitet ebenfalls an einem Programm namens Moonlight, um Kommunikations- und Navigationsdienste auf dem Mond bereitzustellen. Der erste Satellit für Moonlight, ein Raumfahrzeug namens Lunar Pathfinder, das von Survey Satellite Technology Ltd. gebaut wird, wird 2026 als Teil einer CLPS-Mission gestartet, die am 14. März an Firefly Aerospace vergeben wurde. Während die NASA wieder ein sogenanntes PPP oder Public-Private Partnership anstrebt, um einen fairen Wettbewerb zu begünstigen, hat die ESA den Auftrag einfach nach eigenem Ermessen vergeben. Gefühlt macht die ESA gerade ständig die Fehler, die die NASA über die vergangenen 70 Jahre gemacht hat. Wenn man bedenkt, dass bei der ESA vermeintlich unsere geistige Elite sitzt, ist das traurig, dass sie diese gelernten Lektionen nicht auf sich selbst anwenden. Auf meine Anfrage an die ESA zu diesem Thema habe ich leider binnen einer Woche keine Antwort erhalten. Genaueres zum Moonlight-Projekt behandle ich in einem eigenen Video, das ich dir im Abspann verlinke. Landon sagte noch, er erwarte, dass Parsec mit LunarNet kompatibel sei, einem von der NASA entwickelten Konzept für interoperable Netzwerke auf dem Mond für Kommunikation und Navigation und mit anderen von Unternehmen oder Regierungen geplanten Systemen zusammenarbeite. Wir bauen ein Telekommunikationsnetzwerk. Wir möchten unseren Kunden Roaming auf anderen Systemen ermöglichen und dass Leute auf unser Netzwerk umsteigen. Die für Parsec benötigte Technologie sei bereits entwickelt und parat. Denn für die Satelliten muss keine große Forschung mehr betrieben werden. Und mit der Erfahrung, die Lockheed mit Kommunikationssatelliten hat, sollte es für sie ein leichtes werden, diese Konstellation zu errichten. Während die ESA für dieses Projekt ein Budget aus ihren Mitgliedsbeiträgen zur Verfügung stellt, finanziert sich Lockheed ihr Projekt aus eigener Kraft. Wäre auch traurig, wenn sie nach jahrzehntelangem Melken des US-Steuerzahlers kein Geld für ein solches Projekt übrig hätten. Lockheed ist in meinen Augen einer der alteingesessenen Unternehmen, das den Umschwung von betrügerischen Cost-Plus-Verträgen zu einer wahnfreien Marktwirtschaft verstanden und umgesetzt hat. Zumindest teilweise, denn so ist der Stand der Dinge im Bereich der Raumfahrt. Ob das im Bereich der Rüstung auch schon angekommen ist, bezweifle ich bzw. habe ich nicht so den Einblick. Denn sie warten hier nicht erst auf einen fixen Auftrag der Regierung, sondern beginnen direkt mit Investitionen und der Entwicklung des Netzwerks. Nur so können sie sich einen Vorteil erarbeiten. Da könnte sich die Ariane Group ruhig eine Scheibe von abschneiden. Cost-Plus-Verträge und warum sie so betrügerisch sind, behandle ich in ein paar Videos im Detail. Diese findest du unten in der Videobeschreibung. Natürlich gibt es noch viele Herausforderungen zu bewältigen, bevor das Parsec-Netzwerk vollständig einsatzbereit ist. Aber es ist ein aufregender Schritt in Richtung einer besseren und schnelleren Datenübertragung im Weltraum. Insgesamt zeigt das Parsec-Netzwerk, dass es immer noch viel Potenzial für technologische Innovation in der Raumfahrt gibt. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich diese Netzwerke und andere ähnliche Projekte wie das ESA-Programm Moonlight auf die Zukunft der Raumfahrt auswirken werden. Es ist inspirierend zu sehen, dass es immer noch Menschen gibt, die an der Erschließung des Weltraums und der Verbesserung der Technologie arbeiten, um unser Verständnis des Universums zu erweitern und das Leben auf der Erde zu verbessern. Das Parsec-Netzwerk ist ein bedeutender Schritt in der Raumfahrttechnologie, der den Weg für zukünftige Missionen und Explorationen ebnen könnte. Es wird erwartet, dass das Netzwerk beim Artemis-Programm der NASA eine wichtige Rolle spielen und die Konnektivität auf dem Mond ermöglichen wird. Es ist auch ein Beispiel dafür, wie öffentliche und private Organisationen zusammenarbeiten können, um bedeutende Fortschritte in der Raumfahrt zu erzielen. Mit dem Parsec-Netzwerk und ähnlichen zukünftigen Projekten können wir in der Zukunft noch mehr über unseren Planeten und unser Universum lernen. Aber kommen wir noch einmal zurück zu Moonlight. Das wird nämlich Teil des ESA-Projekts Moon Village sein, das ähnlich wie das Artemis-Programm die Entwicklung einer permanenten Basis auf dem Mond zum Ziel hat. Wird nur schwierig umzusetzen sein, wenn Europa keine oder keine leistbaren Raketen zur Verfügung stehen hat. Das ist aber ein anderes Thema. Durch die Interoperabilität könnten hier große Synergien erschaffen werden, von denen alle Beteiligten stark profitieren.
Insgesamt sind diese beiden Netzwerke ein spannender Schritt in Richtung einer dauerhaften Präsenz des Menschen im Weltraum. Es ermöglicht es Raumfahrtagenturen, ihre Ambitionen für die Monderkundung und Besiedelung zu verwirklichen und schafft eine Grundlage für zukünftige Missionen im Sonnensystem. Jetzt gilt es, diese Technologien stetig weiterzuentwickeln und nicht Halt zu machen. Mein Name ist Sirwan und das waren die Mars-Chroniken-News. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad astra.